Mais tu fais quoi? Tu avais laissé l'eau couler. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es complètement folle? C'est une blague? Pardon? C'est une plaisanterie ou... Ça se veut une plaisanterie ou quoi? Quelle plaisanterie? Je ne comprends rien. Sur quel ton tu me parles? Qu'est-ce qui te prend? Écoute, arrête ce jeu. C'est pas drôle. Mais quel jeu, bon Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Also erstmal ist es ja so, wenn man alt ist und wenn man krank ist, reduziert sich das Leben. Also ich hatte eigentlich 4 Wände und es gab sozusagen schon die äußere Vorgabe, das so zu tun. Man hätte natürlich auch einen sozialkritischen Film machen können mit den ganzen Dingen, die da drumherum sind, mit Krankenhaus und etc. Das hat mich nicht interessiert, mich hat eben diese Liebesbeziehung interessiert. Und der eigentliche Grund war natürlich eine ästhetische Überlegung, dass man, wenn man sich schon einem so anspruchsvollen Thema zuwendet, müsste man eine Form finden, die so, sozusagen auf der Höhe des Themas ist. Und deswegen habe ich mich eben für diese klassische Form von Einheit, Zeit, Ort und Handlung entschieden. Naja, ich habe ja das Buch für Jean-Luc Godard ja auch geschrieben. Ich hätte den Film ohne ihn gemacht, weil er nicht nur ein grandioser Schauspieler ist, sondern weil er auch diese menschliche und warmherzige Ausstrahlung hat, die für die Rolle notwendig ist. Also es war klar, dass er das spielen wird. Mit Emmanuelle Rivard war es so, dass ich sie natürlich gesehen hatte in Hiroshima Monomu als junger Mann und sie damals ganz toll fand, aber sie dann doch ein bisschen aus den Augen verloren habe und habe dann jetzt noch ein neues Casting mit den Damen dieses Alters in Frankreich gemacht und das war sofort klar nach der ersten Probe mit ihr, dass sie die ideale Besetzung ist, nicht nur weil sie wunderbar ist als Schauspielerin, sondern weil sie auch mit dem Jean-Louis ein sehr glaubwürdiges Paar ist.